herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt gerade gesehen, wir sind auf dem Bilsterberg. Rollout, Runde fahren. Wir haben einfach mal direkt gestartet. Ich bin ein paar Runden schon mal alles warm gefahren. Wir haben ja noch spontan die Achse vermessen. Fühlt sich eigentlich ganz gut an. Lenkrad fährt geradeaus. Das Auto fährt deutlich besser geradeaus als vorher. Allerdings, jetzt sind 10 Grad außen weniger und es ist wirklich schwer, die Reifen hinten auf Temperatur zu kommen. Um es anders zu sagen, schon diverse Querschläger. Ich habe wirklich Beinfahren, Bremse, 25 Klicks von vorne nach hinten gedreht, aber ich kriege noch kein perfektes Gefühl rein. Liegt einfach daran. Ja, wir haben 36 Grad im Reifen nach ungefähr 10 Runden. Das ist natürlich nichts. Ja, vorne sind es immerhin schon 50 Grad. Also weder vorne noch hinten waren die Reifen jetzt schon warm genug. Boah, jetzt fängt es auch noch so scheiße an zu regnen. Wir müssen erstmal den Bus schnell. Ja, also. Aber Bilsterberg, was soll ich sagen? Gegenüber Oschersleben ist es tatsächlich so, Bilsterberg brutal schwer zu fahren. Also bis dieses Auto hier so flüssig wie in Oschersleben fährt, wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Ich bin jetzt mit den, jetzt mal vorsichtig, kalten Slicks noch, weil sie waren noch kalt, 2 Minuten glatt schon gefahren. Meine Bestzeit bisher hier auf dem Bilsterberg mit dem Auto vor dem Winter waren 2 Minuten 6,55. So. Also, aber immer noch weit davon entfernt, was ich gerne hätte. Ich kriege es noch nicht hin, ohne Bremskraftverstärker, ohne ABS, das Auto vernünftig zu bremsen. Das ist aber genau das, was wir mit diesem Projekt erreichen wollten. Jetzt nicht einfach stumpf aufgeben und was weiß ich was machen, sondern mit dem Fuß versuchen, das zu lernen und hinzukriegen, wie wo es sich am besten bremst, weil man sieht halt einfach nicht, welches Rad blockiert. Das heißt, ich habe die ganze Zeit von vorne nach hinten gedreht. Dann kommt der Punkt dazu, werden die Reifen wärmer, kannst du wieder mehr hinten bremsen, werden sie kälter. Du musst aber viel hinten bremsen, um die Reifen überhaupt warm zu kriegen. Deswegen hatte ich die Bremse überhaupt so weit auf hinten stehen. Und da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Fingerspitzenfühl gefragt. Antriebswellen funktioniert aktuell, macht auch keine Geräusche. Also das ist scheinbar jetzt einmal vernünftig. Ja, Bremse ist so eine Sache. Weiß nicht, vielleicht doch mal über ein ABS nachdenken. Weil es sind so viele Faktoren aktuell, dass ich als Rennstreckenneuling da natürlich schon... Ja, da fehlt mir einfach die Erfahrung. Aber genau diese Erfahrung will ich aber sammeln. Ein Punkt, wo auch ganz viele gesagt haben, wird man niemals mit der Bremse hinkriegen. Ein Auto lebt ja davon, dass man ganz hart in die Bremse kurz reintritt mit den Slicks, dass sich das Auto einmal kurz runterzieht. Geht mit der Bremse nicht, weil ich habe vorne den Vierkolbensattel, hinten den Schwimmsattel. Gab es auch direkt hier schon Tadel an der Rennstrecke, wie ich sowas überbauen könnte. War damals so gedacht, weil eigentlich sollte das Auto auf der Straße fahren und man braucht für den TÜV halt eine Handbremse, mechanische. Und deswegen ist dieser Sattel da hinten drauf geblieben. Und jetzt ist bei diesem Sattel ist das Problem, ihr habt nur einen Kolben, das ist mein Bremskolben. Hier haben wir zwei Belege, das heißt in dem Moment, wenn ich die Bremse trete, zieht dieser Kolben so raus den Belag daran. Und er bremst eigentlich übertrieben gesagt nur mit einem Belag und nicht mit zweien. Das ist halt scheiße. Das ist halt einfach vom... Die Drifter da oben. Alter, E46. Das ist einfach von der Verzögerung her so, dass es wahrscheinlich ist, ich trete rein, er bremst erst nur vorne, so fühlt es sich auch an. Dann trete ich ein bisschen mehr rein, weil es nicht stark genug bremst. Und in dem Moment kommt dann die hintere Bremse und er überbremst. So, das ist so ein bisschen mein Gefühl. Aber für die allerersten Runden auf jeden Fall witzig. 2 Minuten ist schon nicht schlecht. Absolut falsches Wetter jetzt leider für die Reifen. Gefühlt fährt das Auto mit, wir haben jetzt ja hinten doch die Spur wieder zu. Das Auto fährt natürlich sofort viel, viel sicherer. Und wenn man dazu jetzt den Sturz hinten hat, ist es halt auch so, dass das Auto gefühlt kontrollierter mit dem Heck rumkommt. So, also es ist mehr so, dass es sich ankündigt und dann langsam über den Sturz wegschiebt. Ist natürlich vom Bremsen der Sturz hinten wieder nochmal schlimmer. Also da muss man definitiv mal gucken. Ey, ungern bei RTL. Komm rein hier. Nee, das Baby wartet doch im Auto. So eine Arbeit fahren. Bei dem Wetter auf Slicks. Bei dem Wetter auf Slicks auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Kannst du noch mal? Ja, ist gleich wieder trocken, oder? Ja, das wird. Ich denke, in den nächsten 5 Minuten wird das wieder trocken sein. Der Herr ist übrigens ein Dreifahrer. Hatten wir das schon mal auf dem Channel? Nein. Okay, dann machen wir hier mal einen Link rein, dann könnt ihr euch das mal angucken. Ich muss auf jeden Fall mit dem Auto irgendwann mal eine Runde fahren. Planen wir ja schon länger. Hab ich ja gesagt. Richtig schnell geworden, der M3 hier, ne? Ja, das stimmt. In diesem Jahr, muss ich sagen, hat sich echt was getan. 1,46 und ein paar kaputte waren es, ja. Thank you.
bin jetzt eben gerade 2 Minuten glatt gefahren. 14 Sekunden sind halt einfach, das ist nicht ein bisschen, sondern das sind so Quantensprünge. Ne? Ja, weil stell dich mal an, ich starte mit Ziel und 10 mal bis 14. Ja, das ist so, schon ein bisschen. Ich glaube, das ist sogar so viel, wenn du durchs Ziel fährst, fahre ich auf der Gegengerade erst runter. Was fahren denn die TCR-Autos? Die fahren auch 1,6. Ja, die fahren auch so 1,45, 46, 50, so in dem Bereich. Kevin Estre ist mit dem GT3 RS MR vorgewärmten Cup R 1,43 gefahren. Ja. Also hier bei der Rekordfahrt. Also deswegen 1,43 ist schon sehr, sehr schnell. Ne? Schon, ja. Das fährt er halt mit dem M3. Nein, 1,46. Ne? Das sind auch nochmal 3 Sekunden und du weißt ja, in dem Bereich 3 Sekunden sind ja auch nochmal richtig wild. Ne? Aber trotzdem. Nee, fährt ist krass, wie viel einfacher Oschersleben immer wieder zu fahren ist als ich. Ja, das ist krass, das stimmt. Also Oschersleben ist so. Ich sag immer, wenn jemand anfangen will, ist Oschersleben eigentlich die perfekte Strecke, weil du hast ja auch so ein bisschen Auslauf mal hier und da und schöne übersichtliche und Kurven. Man unterschätzt halt doch, was halt auf so Kuppen passiert. Ne? Ja. Wenn du Oschersleben gefahren bist und das erste Mal hier fährst, will ich nicht wissen, wie viele sich entwickeln. Ja, gerade hinten Mausefalle da erstmal über der Kuppe rum. Ja. Das ist so. So, ich sage euch noch einen schönen Tag, viel Spaß. Komm gut rein. Ja, danke sehr. Und Runde Arbeit steht ja auch noch aus, ne? Ja, auf jeden Fall. Also lass ihn heile. Mach's gut. Ja. Wir warten, dass die Strecke trocken ist, dann geht's weiter. Ja. Das war übrigens Tom Schütze, BMW. Was auf jeden Fall wieder geil ist, sonst funktioniert definitiv alles. Also ich kann mich jetzt wirklich in das Auto reinsetzen und kann fahren. Also leistungsmäßig reicht es für die Strecke vollkommen aus. Ist halt wirklich, ja. Also bremsen bleibt definitiv noch viel Zeit. Um eine Kurve, auch wenn es ein bisschen schneller geht, fühlt sich das schon gut an. Da würde ich mich gar nicht jetzt beschweren. Und die Gangeinschlüsse hier sind Katastrophe. Also Katastrophe nicht, aber auf Start-Ziel raus muss ich eigentlich in zweiten runter. Erste Kurve in zweiten runter und hinten in der engen Kurve im Infield auch in zweiten runter. Was ich jetzt bisher gar nicht gemacht habe, bin im dritten gefahren. Und ich sage, da lässt du bestimmt 1-2 Sekunden liegen, weil du so bei 3-3.500 Drehungen bist. Und jeder von euch kann sich überlegen, 3-3.500 Drehungen mit 1,4 Liter. Da passiert halt nicht viel. Ne? Ich würde sagen, wir gucken mal, ob es trocken wird und dann fahren wir drum. So, es geht los. Nächste Runde. Noch könnt ihr mich verstehen, das wird sich gleich ändern. Einfach ein bisschen wieder fahren, ein bisschen Spaß haben. Und mal gucken, was wir hier reinfahren kriegen. Ich habe jetzt das Fahrwerk ein bisschen verändert. Ich habe es vorne härter, hinten weicher gemacht. Einfach in der Hoffnung, dass wir die hinteren Reifen wärmer gefahren kriegen.
Leute, es tut mir leid, dass ich euch immer nicht viel berichten kann, aber es ist wirklich mit dem Auto Arbeit. Das war's vom Bilzerberg heute. Kurzform. Autos heile, ist immer die Hauptsache. Fährt. Bisher keine Probleme mit Antriebswellen. Wir haben eben gerade aus Spaß unsere Vermessung mal wieder gegengedrückt. Hat immer noch genau den Sturz, den er soll. Also es ist zumindest alles so, wie es passt. Jetzt kommt's. 1 Minute 57,4. Als kleinen Referenzwert mit dem 992 GT3, niegelnagelneues Auto, war ich 1,55 gefahren oder 1,56. Und da muss ich schon sagen, Chapeau, muss man einfach schon mal sagen, für so ein Auto schnell, richtig schnell. Dafür, dass das immer noch nicht, also eben wir fallen wieder aus dem Bauch heraus etliche Stellen ein, wo man auf jeden Fall noch Zeit holen kann, sei es auf der Bremse, das ist immer noch nicht so geil, sei es die Reifen. Also es war auch wirklich schon 100% gefahren. Dirk mit seinem TCR die ganze Zeit hinterher gefahren, da kriegt ihr noch ein paar Aufnahmen. Gefühlt in jeder Kurve kommt der Arsch schon immer. Weil halt die Reifen einfach nicht warm werden und das, obwohl die Spur zu ist. Da müssen wir mal gucken, was wir machen. Also da, das wird auf jeden Fall ein Problem mit der Achse. Gefühlt schon macht einen sicheren Eindruck. Thema Motor gucken wir uns gleich in der Firma in Ruhe im Lok an. Weil ich habe auf dem Display schon gesehen, er hat nur so 1,5, 1,6 bar gemacht. Das heißt, das waren so 250 PS ungefähr. Ja, aber sonst, was soll ich sagen, Vorderachse brutal, wie das Ding einlenkt. Bilzerberg dafür bekannt, dass man die Reifen nicht warm kriegt. Jetzt sind sie heute, keine Ahnung, 10, 12, 15 Grad vielleicht. Es hat zwischenzeit geregnet. Jetzt ist zwar die Sonne wieder da, aber die Reifen, also ich behaupte so, ich wäre sogar im Semislick hinten wahrscheinlich schneller. Ja, und wenn die Hinterachse nicht warm wird bei so einem kurzen, breiten Auto, das ist halt gefährlich hoch 10. Aber so lernt man fahren. Ich fand's geil. Hab mich so nach und nach immer weiter rangetüdelt an die Bremspunkte. Weil Gefühl hat man nicht so viel in dieser Bremse, muss ich ganz ehrlich sagen. Da müssen wir auf jeden Fall noch mal rangehen und upgraden. Aber dieses Auto einfach so abliefert dafür, dass es eigentlich alles so zusammengefrickelt ist, das ist schon geil. Wir sind bestimmt heute wieder
60 Liter Sprit durchgezogen. Es werden also locker 40 Runden gewesen sein. Ja, dass das Ding das überhaupt so macht, das ist schon geil. Und sieht auch irgendwie so, wurde mir gesagt, ziemlich weird aus, wie das Ding von außen, weil es halt eine Arbeit ist, so rumfliegt. Ne? Deswegen freue ich mich auch auf die Aufnahmen von Dirk. Der hat nämlich ein paar Aufnahmen von Hinterherfahrten gemacht. Da schneiden wir euch auf jeden Fall mal das Coolste zusammen. Und dann sehen wir uns gleich in der Firma und machen nochmal ein kleines Resümee, was die Technik angeht. Aber in Summe, soll ich sagen, einfach nur geil. Aber wirklich schwer, ich fand, der X-Bow war schon schwer zu fahren. Ich sage, das Ding ist noch schwerer zu fahren. Das liegt jetzt gerade natürlich noch daran, dass es noch nicht perfekt ist. Und da fehlt mir auch einfach die Erfahrung, jetzt zu sagen, er müsste härter, weicher. Wir haben ihn zwar schon jetzt von Mal zu Mal härter und weicher gemacht. Das heißt, in Summe habe ich ihn hinten Maximum weich gemacht, damit in der Hoffnung, dass die Reifen hinten mehr arbeiten und da ein bisschen Temperatur reinkommt, und haben ihn vorne mit der weicheren Feder jetzt wieder ein bisschen härter gemacht. Das fährt sich auch geil, aber wir kriegen einfach keine Temperatur hier rein. Heizdecken hätten wir sogar hinten drin, noch vom Reifen sauber machen, aber ist ja nicht die Lösung, bei so einem Trackday hier die Heizdecken auszupacken. Aber dann weiß ich, wenn die Reifen hinten warm wären, würde das Ding so sicher hier fahren, dass man gefühlt das Auto nur noch über die Vorderachse fährt. Jetzt laden wir auf, ab nach Hause und dann gucken wir mal einen Look.
Also eine Sache, die ich einfach nochmal sagen muss, wir haben 2020 mit dem Auto bei 2 Minuten 18 angefangen, haben uns dann verbessert bis auf 2 Minuten 6, das war schon mit Semis und so weiter, und sind jetzt bei 1,57 wieder eingestiegen. Also das ist schon wirklich, ja, also da kann man wirklich sagen, das Ding funktioniert. Weil ganz viel ist ja immer so, die Autos fahren nicht, die Projekte werden nie fertig und so weiter. Was man aber dazu halt immer sagen muss, wir sind halt nun mal ein Channel, der die Autos extrem hochwertig und extrem gut baut, dass wenn sie dann fertig sind, klar, es dauert immer ein bisschen länger, dann aber immerhin gleich abliefern. Und das muss man auch einfach mal sagen, abliefern ist das, was am Ende ein Auto muss. Und ich denke, da brauchen wir uns auf jeden Fall nicht zu verstecken. Thema abliefern, ihr könnt euch übrigens dieses Jahr auch noch auf Oma Golf freuen. Da gibt es nämlich auch noch ein letztes Event, da wollen wir nämlich auch nochmal angreifen. Ist mir nur gerade so eingefallen. Jetzt erstmal zum Thema Lok, damit dieses Video nicht ganz zu lang wird. Also erstmal Max ECU, ich bin wirklich begeistert. Ist wirklich ein Steuergerät, was ich komplett unterschätzt habe und wirklich deutlich mehr kann, als man eigentlich immer denkt. Geht schon damit los. Dieses Steuergerät lockt dauerhaft mit, in dem Fall 5 Stunden 17 Minuten. So, jetzt können wir hier auswählen, was er mitloggen soll, also welche Kanäle. Je mehr Kanäle es werden, je kürzer wird natürlich die Zeit. Aber 5 Stunden reicht eigentlich schon vollkommen aus, weil für jemanden, den es interessiert, der sich öfter die Loks zieht, sind 5 Stunden halt schon relativ viel Zeit. Außer man lässt mal die Zündung an, weil dann lockt er natürlich auch dauerhaft mit. Könnte man jetzt auch so einstellen, dass er nur lockt, wenn man fährt und so weiter. Egal, 5 Stunden für uns reicht es. Weil man muss nämlich anschließen, bevor man sich die Loks angucken kann, muss man sie vom Steuergerät runterladen. Also man lädt sich wirklich die Loks auf den Rechner, speichert es ab, kann sich jederzeit wieder angucken. Das habe ich mal gemacht. Nun öffnet man den Lok und da ist schon das Coole, dass bei dem Lok immer die eigentliche Software, also der Datenstand, mit bei ist. Das heißt, man muss aufpassen, wo man so die Loks hinschickt, weil jeder deine Abstimmung in dem Moment auch hat. Macht es natürlich umso cooler, weil man direkt reingucken kann. Jetzt müssen wir uns diese ganze Tafel hier erstmal anpassen. So ganz grob auf einmal gesagt, hier oben ist der ganze Lok, den man einmal so im ganzen zeitlichen Raum sieht. Bzzzt. So, da werdet ihr natürlich jetzt erstmal wenig erkennen. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal eine Basis schaffen, wie wir hier überhaupt unsere Runde erkennen. Damit wir diese Runde erkennen, würde ich jetzt mal hier im mittleren Feld Folgendes machen. Welche Richtwerte sind für uns interessant für die Rundstrecke, also für die eigentliche Runde? Wir machen hier erstmal alles raus, was er aktuell angewählt hat. So, und jetzt geben wir mal ein Speed. Und da haben wir einmal Gang und Geschwindigkeit. Dazu würde ich gerne Gaspedalstellung nehmen. Und Drehzahl. RPM. So, boom. Die Sachen klicke ich jetzt an. Und jetzt haben wir hier nämlich in der Mitte einen ganz coolen Verlauf, wo man vielleicht so eine Runde dran abschätzen kann. Weil ich sehe jetzt hier, erste Gang, zweite Gang, dritte Gang. Dazu sehe ich die Geschwindigkeit, in dem Fall hier in grün, die km/h. Und jetzt kann ich, wenn ich hier so durchgehe, kann ich halt gucken, wie wo ich gefahren bin. Um das Ganze ein bisschen anschaulicher zu machen, gehen wir jetzt zum Beispiel hier mal auf irgendeinen Bereich, wo ich der Meinung bin, der könnte ganz gut passen. Ich bin auch noch nicht ganz so fit, aber es macht mir auf jeden Fall Spaß. Jetzt sieht das Ganze hier gerade schon wieder ziemlich wirr aus. Ihr werdet sagen, was ist das? Das ist in dem Fall Drosselklappenstellung, die nehmen wir jetzt einfach mal raus. Also man muss sich das wirklich übersichtlich machen. So sieht das doch in der Mitte schon besser aus, dass man damit arbeiten kann. Also man muss sich wirklich den Lok einmal konfigurieren, wie man ihn am Ende am coolsten findet. Jetzt sehen wir hier aber perfekt eine Runde. Nehmen wir uns jetzt zum Beispiel mal als Referenz die Stelle, die am schnellsten ist. Diese grüne Linie hier km/h, sieht man gleich die, hier sieht man immer gleich die Ausschläge. Und wie man sieht, sieht man jetzt hier eine Runde, weil hier ist es am schnellsten. Anschließend kommt ein Bereich, der fast genauso schnell ist. Und dann kommt nochmal wieder so eine Spitze. Diese gleiche Spitze finden wir hier natürlich genauso. Schnellsten, bisschen weniger, nochmal ein bisschen weniger. Schnellste, bisschen weniger, bisschen weniger. So, so kann man sich zurechtfinden im Lok erstmal, was ist. Jetzt muss man dazu sagen, das Ganze geht natürlich noch viel, viel besser. Und zwar ich aus dem ADU, weil das ADU hat einen Gierratensensor drin und GPS, kriege ich noch Daten, dass ich noch besser die Runde sehen kann. Alleine dann kann ich nämlich sehen, wo ich bremse, wo ich in der Kurve fahre, wo ich beschleunige. Am Ende kann man das Ganze auch noch virtuell in eine Runde legen. Das ist die Profi-Version. Das kommt im Laufe der nächsten Videos. Ihr könnt ja mal Folgendes in die Kommentare schreiben, weil ich nicht weiß, wie sehr euch das interessiert.
ob wir solche Analysen immer ans Ende des Videos packen sollen oder ob ihr vielleicht einzelne Videos haben wollt, wo wir so eine Analyse machen. Könnte man auch geil live machen, dass man das immer in Live-Blöcken macht, wo ihr nämlich dann eure Fragen stellen könnt. Habe ich neulich so als Idee gehabt. Weil dann können wir das Ganze so richtig durchspielen mit Raddrehzahl, alle einzelnen Räder und wirklich, weil man kann wirklich extrem viel lernen. So, jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass hier eine Runde ist. Jetzt kann ich nämlich ein bisschen ranzoomen und jetzt sehen wir nämlich hier, haben wir wieder das dreimal Gas geben. Das heißt, genau hier 173 ist Startziel. Also wir wissen, wir fahren auf Startziel 173. Wir fahren 190 auf der Geraden vorher und kurz vor der Mutkurve haben wir in dem Fall 199 gehabt. Jetzt können wir hier ein bisschen, jetzt können wir mal eine Runde zurückgehen. Die Runde vorher, aber ein bisschen schneller, aber minimal, 189, 178. Okay, somit ist es eigentlich vollkommen egal. Jetzt machen wir nämlich Folgendes. Jetzt nehmen wir uns hier einfach mal so eine Runde. Und jetzt können wir nicht Folgendes machen. Wir können uns die ganze Runde, können wir auch zu einer Runde uns sortieren. Da können wir natürlich jetzt nicht genau sagen, wo die Runde anfängt und wo sie aufhört. Aber wir können zum Beispiel sagen, wir fangen an bei der Geraden bei 150 km/h. Selection endet hier. So, und jetzt suchen wir den gleichen Moment auf der Geraden. Hier bei 150 wieder. Jetzt dieser grüne Bereich ist jetzt genau eine Runde. Weil wir sehen hier 150 km/h Startziel. Und 150 km/h Startziel. Jetzt ist nämlich das Coole, jetzt wird es nämlich interessant, was mich an dem Steuer jetzt so begeistert. Gehen wir jetzt einfach nur auf die Geschwindigkeit. Sehen wir hier minimale Geschwindigkeit in der Runde 62 km/h, maximale Geschwindigkeit 201 und wir sind im Schnitt 123 km/h gefahren. Und das passt tatsächlich auch ziemlich gut zu dem, was die Zeitnahme am Berg quasi ausgibt. Genauso Drehzahl, umso interessanter. Maximal 7,3, mindestens 3400. Das zeigt ein bisschen, wie langsam teilweise die Kurven sind. Und im Schnitt haben wir 5234 Umdrehungen ab. Da sind jetzt natürlich auch die Bremsphasen bei. Aber es zeigt sofort, dass es für meinen Motor eigentlich zu lang ist, die Übersetzung. Weil es wäre natürlich deutlich cooler, wenn wir im Schnitt eher bei 6000 sind, weil er da halt deutlich besser im Saft steht als bei 5,2. Ne? So kann man das mit allem machen. Also egal, auf welchen Messwert ich jetzt gehe, ich sehe hier immer den Schnitt. So, ich kann hier den Durchschnittsladedruck sehen. Egal, lange Rede, auf jeden Fall, ihr seht, wir können hier alles wählen. Ein paar Daten fehlen mir noch für eine richtig geile Analyse, weil die muss ich in dem Log vorher erst einpflegen. Das geht erst beim nächsten Mal fahren. Aber achso, eine Sache wollte ich noch zeigen, woran man das jetzt halt cool sieht. Startziel, hier, dritte Gang, fahren wir los. Dann schalten wir in den vierten, dann kommt der Bremspunkt. Dritte Gang, zweite Gang. Sieht man auch schön, wie ich die Gänge immer durchschalte. Und dann geht es wieder hoch in den dritten. Hier bleiben wir ganz lange im dritten. Bis wir nach der Mutkurve wieder einen vierten schalten. Dann nach dem Mausefall den vierten. Dann geht es wieder runter in den dritten. Dann wieder auf den vierten. Hier ist die Mutkurve mit 130 km/h. Auch schon gar nicht so schlecht. 128,5 am wenigsten. Dann wieder Gas, bum, 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 bis es hier wieder bis zum zweiten runter geht und wieder auf das Startziel geht. Letzter Punkt, den ich euch jetzt einfach nur zeigen will. Wir können jetzt halt hier komplett uns die ganzen Graphen so hinmachen, wie wir wollen. Brauchen wir aber eigentlich gar nicht, weil ich kann jetzt zum Beispiel an den Punkt gehen, wo das Auto am schnellsten ist. 201. Und sehe jetzt hier unten komplett alle Werte. Kann hier unten komplett alles sehen, was in dem Moment ist. So, das heißt, wir sehen zum Beispiel in dem Fall, dass wir Wassertemperatur 86 Grad, perfekt. Batteriespannung dank der Lightblocks 14,2 Volt und neuem Kabelbaum auch perfekt. Ansauglufttemperatur, zieht euch das rein, 22 Grad nach einer ganzen Gerade Volllast, perfekt. Lambda 0,79, auch perfekt. Bei Lambda empfehle ich immer so ein bisschen links-rechts zu gucken, weil der kann halt schon springen, siehe da. Genau, Lambda war eigentlich kurz vorher noch 0,75. Eigentlich zu fett, weil wir haben auch irgendwo ein Target-Lambda hier. Ja, wobei doch, das Target Lambda fährt er sogar. Also das macht genau das, was er soll. Kommt mir jetzt gerade ganz schön fett vor, liegt aber hier Lambda Correction 10%. Müssen wir mal gucken. Aber was genauso interessant ist, ist dieser Aspekt hier. Wir sind tatsächlich hier nur, also 242 kPa gefahren. Das heißt, das sind nur 1,4 Bar. Obwohl er eigentlich haben wollte, Target Map. So, jetzt waren wir hier bei 200 km/h. Und da ist eigentlich unser Target, was er fahren soll, 300 kPa, sprich 2 Bar. Das ist das, was wir abgestimmt haben. Er macht aber nur 2,4. Jetzt ist die große Frage, warum ist das so? Liegt definitiv nicht an der Taktung, weil die Taktung ist voll und ganz da. Können wir hier links gucken, Boost Duty 61%. Das ist das, was er maximal machen darf, weil wir haben es jetzt natürlich bei dem Steuergerät so, wenn er 2 Bar machen will und schafft die 2 Bar nicht, dann taktet er immer weiter hoch. Das heißt, wenn eine Undichtigkeit im System ist, macht es irgendwann Peng und der Lader ist kaputt. Deswegen haben wir ihn da begrenzt, dass er nicht mehr Duty machen darf. Deswegen macht er dann auch nur 1,4 Bar. Das heißt, wir lernen aus dem Log zwei Sachen. Erstens, irgendwas muss undicht sein.
Das heißt, wir müssen ihn abdrücken und er schafft nicht den Druck. Wir lernen aber auch dazu, dass wir diese Zeit und diese Geschwindigkeit von 200 km/h tatsächlich nur mit 1,4, 1,5 bar gefahren sind, was noch nicht mal 250 PS sein wird. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch richtig Luft drin. Ja, ich liebe einfach diese Loks, weil man sieht halt einfach alles. Man kann sich während der Fahrt einfach nicht drauf konzentrieren und man kann sich danach alles angucken. Was ich zum Beispiel mir auch extrem gerne angucke, sind solche Sachen. 1,3 bar Wasserdruck, perfekt. 4,5 bar Öldruck, perfekt. Öltemperatur 108 Grad. Auch perfekt, weil man muss einfach sagen, Alter, ein Rennauto mit 86 Grad Wasser und 108 Grad Öltemperatur ist halt wirklich so, wie es sein soll. Also das ist wirklich hier, Abgastemperatur 918 Grad. Klar, ist nicht wenig, aber ist auch noch voll im Rahmen. So viel dazu, das wollte ich euch einfach nur noch mal einmal kurz zeigen. Das Auto läuft wirklich richtig, richtig schön und gut. Wir müssten es jetzt nur noch schneller bekommen und das machen wir jetzt über solche Spielchen, die als nächstes kommen. Gehkräfte, Raddrehzahl, wo blockiert mal welches Rad. Lenkwinkelsensor wollen wir auch noch mit einbinden. Das heißt, man sieht ganz genau, wenn ich auf der Bremse stehe, lenke ich dann schon ein oder bremse ich nur beim Geradeausfahren, gebe ich Gas, während ich die Lenkung noch zu habe. Und solche Spielchen, das kommt als nächstes. Ich bin gespannt, wie intensiv ihr das sehen wollt. Ob wir das vielleicht live machen, damit ihr Fragen stellen könnt und das regelmäßig, keine Ahnung, auf den Sonntagabend machen oder so. Jetzt habt ihr grob schon mal einen Einblick vom Max-ECU-Lok. Zusammenfassend gesagt, ich finde den Max-ECU-Lok auf jeden Fall geil, weil er kann einfach alles, was ich will. Ich kann auch suchen, also ich kann auch nach Maximalwerten suchen und sehe zum Beispiel ganz genau, was die Maximaldrehzahl war. So viel zum Thema Lok. Jetzt geht es mit dem Auto natürlich weiter. Wir haben ja noch ein, zwei Punkte auf dem Schirm. Vielleicht Thema ABS nochmal so eine Sache. Ölkühlung versuchen wir natürlich trotzdem noch weiter runterzukriegen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Dann gibt es noch eine Person und eine besondere Strecke, wo ihr euch drauf freuen könnt. Da wird es auch nochmal ein Video zu geben. Und ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Vernaschen dieses Abarth-Contents. Ich bin super happy und glücklich, dass das Ding so abliefert. Und ich freue mich auf die Zukunft.